Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Heiter bis Stürmisch. Mein Name ist Olli Schmidt und ich habe auch diesmal wieder eine fantastische Gästin mitgebracht zu einem spannenden Thema. Wir reden über das Thema Burnout. Was ist das? Wie kann ich das erkennen? Wie können Verwandte, Bekannte, Freunde, Kolleginnen, Kollegen oder auch Vorgesetzte damit umgehen, wenn sie das sehen bei jemandem? Und was kann ich als Betroffener letzten Endes tun, um damit umzugehen oder vielleicht gar nicht in diese Falle zu geraten? Das und über vieles mehr rede ich mit meiner heutigen Gästin. Sie ist zertifizierte Trainerin für multimodales Stressmanagement. Sie ist ausgebildet in Kommunikationspsychologie am Schulz-von-Thun-Institut und sie ist Autorin und Mitautorin zahlreicher Bücher. Unter anderem Bevor der Job krank macht, zusammen mit dem Psychiater Hans-Peter Unger hier aus Hamburg. Und dann folgten Bücher wie Das hält keiner bis zur Rente durch, Jung alt werden, Burnout und dann und ganz aktuell ihr Mini-Workbook Gesünder arbeiten, besser leben. Das und vieles, vieles mehr hat sie gemacht. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Carola Kleinschmidt. Hallo Oliver. Ja, hallo auch alle, die zuhören. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses Thema sprechen. Wichtig ist ja gar nicht mehr der richtige Ausdruck, sondern eher unverzichtbar, existenziell. Und ich freue mich sehr, dass ich hier mit euch darüber sprechen kann und auch natürlich jede Menge Tipps, Anregungen, sofort umsetzbare Sachen mitbringe, die wir tun können, um ja ein Burnout zu vermeiden. Das finde ich sehr gut, da kommen wir auf jeden Fall hin. Liebe Carola, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, du bist von Haus aus eigentlich erstmal Diplombiologin. Und da interessiert mich natürlich tatsächlich als erstes die Frage, wie bist du denn dann zu diesem Thema gekommen? Ja, ganz ehrlich, man lebt ja das Leben vorwärts, ne? Also die Entscheidungen waren gar nicht so zielgerichtet oftmals, aber rückblickend kann ich sagen, dass mich an der Biologie eigentlich auch das Lebendige interessiert hat. Also mein Weg war Ökologin, Naturführerin. Ich wollte die Umwelt retten, so wie viele junge Menschen heute auch. Und dieses Vermitteln von wichtigem Wissen, das war mein Ding. Und ich bin dann letztlich von der Biologie zur Wissenschaftsjournalismus gewechselt, weil ich da das mit dem Vermitteln viel besser machen konnte und keine Lust auf Labor hatte. Und vom Wissenschaftsjournalismus ging es dann in den Gesundheitsjournalismus und von dort tatsächlich dann um die 2000-Wende zum Thema Stress, weil ich das spannendste Thema in diesem Bereich Gesundheit, Wissenschaft fand. Und von da ging es dann eigentlich weiter, ne? Zu Sachbüchern, den Ausbildungen als Trainerin, Referentin und eben der Arbeit mit Menschen zu diesem Thema. Wir sind ja hier in der lösungsorientierten Beratung und wollen auch das heutige Gespräch lösungsorientiert angehen. Und deswegen würde ich so zum Anfang gerne mal wissen, woran merke ich denn erstmal überhaupt, dass es mir gut geht, dass ich in Balance bin? Sehr schöne Frage. Also eine Sache, die man eigentlich immer merken kann, ist, dass die Kreativität da ist. Also dass man sich auf eine Art so einen freien Kopf hat. Und das zeigt sich eben immer, dass man Ideen hat, dass man ja auch, sage ich mal, einem sofort was einfällt, was man am Wochenende machen möchte oder was man dem Kind schenken möchte oder was man ja für ein Vergnügen vielleicht gerne hätte. Also diese Kreativität, das ist ein ganz klares Signal. Und ein zweites Signal ist, dass wir erholungsfähig sind. Also sprich, dass ein Wochenende mir reicht, um mich Montag früh wieder fit zu fühlen für die Woche, für den Job. Oder auch ein Feierabend, ne? Dass mir der Feierabend reicht, um mich wieder fit zu fühlen. Das sind diese zwei Sachen, Kreativität und Erholungsfähigkeit, die ganz klare Zeichen sind, dass es mir gut geht, dass ich so in Balance bin. Das heißt, ich darf zwischendurch schon auch mal Stress haben. Wenn ich dann merke, ich komme da aber wieder runter, ich habe noch Freiräume für andere Dinge, ich kann mich am Feierabend und am Wochenende entspannen, dann sind das noch normale Stressmomente, die ich so unter der Woche habe. Absolut. Also das ist vielleicht auch so ein gewisses Vorurteil oder so ein Halbwissen, was sich im Moment ein bisschen verbreitet hat. Energie, kann man ganz klar sagen, was man wissen muss, ist, Energie ist eine Welle.
Also das heißt, wir haben immer Zeiten, in denen wir angespannter sind und Zeiten, in denen wir uns entspannen. Und es geht letztlich darum, diesen Wechsel hinzukriegen. Ne, diese lebendige Welle, dieses Schwingen, das ist gesund. Also ganz ohne Anspannung, das wäre auch nicht angenehm. Ne? Man kennt ja zum Beispiel Menschen, die gar nicht hochkommen vom Sofa, oder wenn man manchmal Jugendliche zu Hause hat, dann weiß man auch, was es heißt, wenn die Lethargie stärker ist als der Anspannungsmuskel. Und das ist auch nicht unbedingt ein tolles Lebensgefühl. Wir wollen ja auch was machen und dazu müssen wir uns aktivieren. Also das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn die Energie ein durchfährt. Und da liegt dann ja auch so ein bisschen dieses Suchtpotenzial fast, ne? Dass man immer mehr von diesem Kick will und eben die andere Seite, die Entspannung, ein bisschen außen vor lässt oder nicht ernst nimmt. Oder auch, sage ich mal, sich das relativ leicht nehmen lässt durch immer mehr Anforderungen. Also das Ziel von gesunder Balance ist, diese Welle zu haben, diesen Wechsel aus Anspannung, Entspannung. Und dann kann man das gesunde Balance oder eben auch Stressbalance nennen. Wäre das denn schon so ein erstes Frühwarnzeichen für ein Burnout, dass ich diese gesunde Balance, dieses Wechselspiel nicht mehr habe? Oder was würdest du sagen, woran merke ich schon recht früh, wenn ich aufmerksam bin, dass das in Richtung Burnout geht? Also klar, wenn man es als Warnzeichen nehmen würde, dass man abends nicht mehr vom Sofa hochkommt zum Sport oder Freunde treffen, ne, weil man zu erschöpft ist und merkt, okay, das heißt ja jetzt, dass ich abends nicht mehr sozusagen in eine Entspannung gehe, sondern in eine Erschöpfung, dann wäre das schon ein Frühwarnzeichen. Aber ganz viele Menschen nehmen das ja eher als normal. Also die Frühwarnzeichen, die wir bemerken, sind häufig sowas, dass wir abends feststellen, wir haben den ganzen Tag gar nichts richtig gegessen oder getrunken. Also, dass diese Vitalfunktionen so ein bisschen weggedrückt sind, einfach weil alles, was stressig ist, dringlicher erscheint. Ne? Wenn es ein bisschen weitergeht, dann merkt man vielleicht Schlafprobleme. Das ist was, was Menschen auffällt. Das sind eher so Frühwarnzeichen, die Menschen auffallen, die sie auch in Verbindung mit Stress bringen. Diese anderen Warnzeichen, dass man abends vielleicht sich eher lustlos fühlt, dass man sich sozial so ein bisschen zurückzieht, dass man diese Energiewelle nicht mehr so richtig spürt, das nehmen wir häufig nicht als Frühwarnzeichen wahr, sondern das nehmen wir als den ganz normalen Alltag. Und auch da darf ich dann ruhig schon mal reinfühlen, wenn ich das merke, ne, dass mir die Energie verloren geht, dass ich nicht mehr so kreativ sein kann, dass ich sowas schon mal als erstes Anzeichen sehe, wenn das ein signifikanter Unterschied zu vorher ist, mal zu gucken, was ist denn da gerade los bei mir. Absolut. Also das wäre im Prinzip der Moment, wo man auch noch relativ leicht gegensteuern kann. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, Mensch, 2 Tage hintereinander habe ich das Mittagessen schier vergessen und jetzt merke ich schon, abends ist mir eigentlich schon zu viel, einen Spaziergang zu machen, weil ich eigentlich schon gar nicht mehr so die Energie habe für meine Freizeit. Wenn man dann sagt, ach so, morgen, wenn ich es kann, lege ich mir Termine erst ab 12. Oder wenn ich es kann, gehe ich morgen vielleicht mal eine halbe Stunde später hin, damit ich morgens einen Spaziergang mache, ne? Um mich wieder um mich zu kümmern. Dann wäre das schon innerhalb von einem Tag. Und dann diese Energie kommt es erst gar nicht so weit, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss mich jetzt 2 Tage hinlegen, um wieder Kraft zu tanken. Jetzt gibt es ja viele verschiedene Begriffe, die um dieses Thema herum angesiedelt sind. Ja, und manchmal ist so die Trennschärfe da schwierig. Und ich würde gerne einmal mit dir darauf gucken, welchen Unterschied oder welche Trennlinie man ziehen kann zwischen einem Burnout und einer Depression. Eine klare Trennlinie kann man natürlich insofern nicht ziehen, weil der Endpunkt eines Burnouts sehr häufig eine Depression ist. Man kann aber sagen, depressive Verstimmungen haben einfach sehr viele Ursachen. Und eine ist emotionale Erschöpfung. Mentale, emotionale Erschöpfung, was wir dann Burnout nennen. Und da geht eine Depression, also sprich eine Verflachung der Gefühlswelt, eine Grübelattacken, belastete Zeit, Schlafprobleme über Wochen. Also Depressionen gibt es ja einfach ganz klare Kriterien, die sagen, okay, das hier ist jetzt eine depressive Verstimmung und das kann im Rahmen von einem Burnout auftreten. Aber es gibt eben noch ganz viele andere Ursachen für Depressionen. Da bin ich keine Expertin, aber es gibt natürlich genetische Ursachen, es gibt traumatische Ursachen, es gibt einfach Stoffwechselprobleme, also es gibt ganz viele Ursachen für Depressionen.
Und die sind nicht unbedingt in der gleichen Riege wie Burnout. Ein Burnout kann aber neben depressiven Verstimmungen eben auch ganz viele andere Folgen haben. Also man zählt so um die 200 Symptome, die zusammenhängen können mit dieser mentalen Erschöpfung durch den lang anhaltenden Stress. Das ist so ein bisschen die Definition, mentale und emotionale Erschöpfung durch den lang anhaltenden Stress. Und von der Schwere der Anzeichen, also es geht mir jetzt um die Frage, wie komme ich wieder raus aus dieser Sache? Wie würdest du das einschätzen? Also genau, also das Ding ist, wir haben ja gerade drüber gesprochen, na, was sind so die allerersten Anzeichen? Und das ist tatsächlich dieser gewisse Energieverlust. Ich merke, ich bin nicht so energetisch wie sonst. Mir fällt schwerer abzuschalten abends. Ich merke, dass ich mich tagsüber auch nicht so gut um mich kümmere. Das wären so die ersten Anzeichen, Schlafprobleme, Schmerzen. Da kann man natürlich gegensteuern, indem man einfach mehr Pausen macht. Echte Pausen, also nicht Pausen, in denen man dann weiter über den Job grübelt, sondern dazu kommen wir ja vielleicht noch auch, was ist eigentlich eine gute Pause, ne? Und sich ein bisschen mehr um diese Erholungsfähigkeit kümmert. Wenn man das nicht macht, dann ist es tatsächlich so, dass der Körper und der Geist sich praktisch ein bisschen abnutzen durch diesen Dauerstress. Also wenn wir sehr gestresst sind oder wenn wir gestresst sind, dann fährt ja unser Energiesystem hoch. Und unser Gehirn fokussiert sich auf Lösungen, Problemlösungen, solche Sachen. Das ist die typische Stressreaktion. Und wenn das einfach langanhaltend ist, dann erschöpfen sich genau diese Systeme. Also sprich, wir werden unkonzentriert, einfach weil das Gehirn nicht mehr kann. Wir kriegen Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, weil die Muskeln so angespannt sind. Wir kriegen Bluthochdruck, weil die ganze Zeit der Blutdruck nach oben geht, weil eben die Stresshormone das triggern. Und auf dieser mittleren Stufe, da ist es schon wichtig, dass man so ein bisschen guckt, was stresst mich denn so dauerhaft? Was ist das denn? Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Das ist ja zum Beispiel vielleicht meine Idee, am Ende des Tages müssen meine To-Dos abgearbeitet sein. Aber wenn das dann nicht möglich ist, dann bin ich automatisch jeden Tag gestresst. Und das heißt, da kann ich auch nicht so ein bisschen dran drehen, dass ich mal mehr 5 Minuten Pause mache oder so, sondern da geht es um so was Grundsätzlicheres. Was ist denn eigentlich für mich gute Arbeit? Was ist denn eigentlich für mich eine gute Leistung? Also, das ist dann gar nicht mehr so profan, ne? Und wenn man dann noch tiefer gesunken ist, dann brauchen die Menschen ja auch tatsächlich medizinische Hilfe. Psychotherapeutische medizinische Hilfe. Was tue ich denn, na, also du hast jetzt gerade so ein paar Sachen genannt, die ich tun kann, wenn ich merke, ich komme da so hin in diesen Bereich, ne, und ich merke, da hat sich was verändert und ich drohe in einen Burnout zu kommen. Aber genau, was ist denn jetzt, wenn ich darüber hinaus bin, über diesen Punkt? Ja, also wenn das Burnout tatsächlich schon da ist. Das hast du gerade als erstes gesagt, psychotherapeutische Hilfe. Ich habe ja so viele Menschen interviewt, die einen Burnout erlebt haben. Und ganz ehrlich, die meisten sind sich bis zum Schluss nicht dessen bewusst, dass das mit Stress zusammenhängt. Also Herr Unger hat das mal so schön gesagt, der Kopf will immer weiter. Also das Leisten, unser Leistungsideal ist so hoch, das kann im Beruf sein, aber auch in der Familie oder noch beides, ne? Dass wir vor allen Dingen funktionieren wollen. Das heißt, ganz viele Menschen erleiden einen Bandscheibenvorfall, der durch Stress getriggert ist. Erlebende Depressionen, können irgendwann gar nicht mehr aufstehen, haben Ängste und wegen dieser Problematik gehen sie dann zum Arzt. Also quasi erst, wenn eine Art Erkrankung auftritt, die wirklich den Alltag so behindert, dass oder so schmerzhaft ist, dass wir zum Arzt gehen. Und dann kommt da manchmal ans Licht, dass ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu dieser Erkrankung Stress war. Aber meistens gehen die Leute so ein bisschen ungebremst in dieses Burnout. Und dann ist es zum Beispiel in der Reha so, dass dort in den Gruppengesprächen oder auch im Gespräch mit dem Arzt wird natürlich auch nach der Belastung gefragt und dem Stress, weil das im Moment oder inzwischen schon eine Art Allgemeinbildung auch bei den Ärzten ist. Und dann kommt ein bisschen ans Licht. Ja, vor 3 Jahren fing das an, die Umstrukturierung, und dann wollte ich den Posten bekommen, habe mich sehr angestrengt. Gleichzeitig ist meine Mutter vielleicht dement geworden oder wir haben 3 Kinder gekriegt und wir haben immer weitergemacht. Also dann kommt ein bisschen ans Licht, dass die Belastung schon sehr lange sehr hoch war. Aber es ist praktisch, vorher fällt es uns nicht auf.
ganz häufig. Also sprich, auch andersrum gesagt, die, die immer sagen, ich habe gleich einen Burnout, sind häufig nicht die, die es wirklich erleiden. Es sind eher die Schweigenden, die nicht darüber sprechen. Die einfach immer weitermachen, bis es dann eben nicht mehr geht. Die einfach immer weitermachen. Also im Prinzip auch auf eine Art die Netten. Mhm. Also die, wenn jemand sagt, hier ist noch eine Aufgabe zu verteilen oder Mensch, hier muss man einer Verantwortung übernehmen, die sagen dann, die gucken sich einmal um, ob jemand anders sich meldet. Und wenn sich da keiner meldet, dann sagen die, naja, irgendjemand muss es ja machen, damit wir hier zusammen gute Arbeit machen. Mhm. Oder damit die Familie funktioniert. Mhm. Ne? Da gibt es ja verschiedene, ich mache jetzt so Anführungsstriche in der Luft, Spielarten von Burnout. Ja, und im Vorgespräch mit dir habe ich das erste Mal den Begriff Burn-on gehört, was ja eine quasi nochmal eine Unterform oder eine Sonderform des Burnouts ist. Und witzigerweise, nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich diesen Begriff dann auch öfter mal gelesen. Vielleicht magst du da mal ein paar Worte zu sagen. Was ist ein Burn-on, auch im Unterschied zum Burnout? Ich bin da selber so vor anderthalb Jahren drüber gestolpert und fand das sehr interessant, weil das sind zwei Psychologen aus der Klinik Diersen, eine psychosomatische Klinik, die Menschen behandeln, und die haben ein Buch geschrieben, was so heißt, Burn-on. Und da beschreiben sie im Prinzip die Menschen, die immer weitermachen, die also gar keinen Zusammenbruch erleben, die aber auf eine Art nur noch funktionieren. Also das, was uns als lebendige Menschen ausmacht, ne? Dass wir Wünsche haben, dass wir Träume haben, dass wir eine Verspieltheit haben, dass wir Leidenschaften haben, das ist alles weg. Sondern die Menschen funktionieren nach außen. Sieht das ganz normal aus, wenn man sie quasi auf dieser Leistungskante nur kennenlernt. Aber nach innen geht es eben nicht. Und das fällt dann manchmal den Verwandten aus, fällt manchmal auch den Menschen selber auf. Und dann suchen sie Hilfe. Und die beiden Psychologen haben eben herausgefunden, gut, es ist einfach wie bei allen Erkrankungen so, dass man Burnout differenzierter sehen sollte, als immer nur alle überall das Label Burnout drauf zu kleben. Und so haben die gesagt, ja, dieses sehr lange weiter funktionieren, obwohl eigentlich man innerlich schon gar nicht mehr richtig gut beieinander ist, durch den ganzen Stress oder durch diese Anspannung, haben die diesen Begriff Burn-on verwendet. Und ich habe dann Artikel dazu geschrieben für die Psychologie heute. Und da kam sehr viel Resonanz, dass die Menschen sich da sehr abgeholt fühlten. Also, dass sie eben genau dieses Gefühl haben, ne? Ich funktioniere immer weiter, aber ich finde in meinem eigenen Leben eigentlich gar nicht mehr statt. Hm. Aber ich breche auch nicht zusammen. Also, was ist denn das? Also, die fühlten sich auch nicht mehr abgeholt durch dieses Burnout, weil sie eigentlich nicht zusammenbrechen. Und das ist ja dann oft der Schlüssel, ne? Dass ich mich durch so einen Begriff, auch wenn der jetzt in der Fachliteratur erstmal noch diskutiert wird und es da noch keinen ICD-10-Schlüssel zu gibt, aber so einen Begriff zu haben, ist ja für viele Menschen auch ganz wichtig. Ne? Nämlich zu wissen, aha, es gibt da etwas, was man so nennt und ich bin damit nicht alleine und es geht noch anderen so und es gibt auch einen Weg daraus. Absolut. Also ich glaube, deswegen, das ist ja auch überhaupt das Problem mit diesem Burnout, Burn-on, dass es immer noch und immer wieder so als Modekrankheit, ne, deklariert wird und verschrien wird. Und das ist auf eine Art eine Abwertung und auch eine Frechheit für alle Betroffenen. Weil langanhaltender Stress, also wir sprechen hier von Monaten oder sogar Jahren, ne, bis die Menschen wirklich eine Art Zusammenbruch oder Erkrankung erleben, das ist ein Phänomen unserer Zeit. Und es ist ein bisschen, wenn man es ins Körperliche überträgt, wie wenn man sich immer mit dem Hammer auf den Daumen haut. Da würde auch niemand sagen, naja, das hält doch so ein Daumen aus. Nein, es ist einfach, unsere Gesellschaft ist ein bisschen so, dass die Menschen dazu verführt werden, sich verführen lassen, die Ideale auch so sind, dass man eher über seine Grenzen geht. Und die andere Seite dieser Medaille der Leistungsgesellschaft ist eben die Erschöpfung. Und das ist weder banal, noch ist das eine Modekrankheit. Das ist einfach eine gewisse Folge, der man sich auch widmen sollte. Und insofern finde ich das ganz gut, dass es jetzt da auch seriöse Psychologen gibt, die sich damit beschäftigen. Weil es gibt ja natürlich einen Riesenstreit um diesen Begriff. Also die psychiatrischen Gesellschaften sagen, es ist ein Risikozustand, keine Krankheit. Der ICD-10 hat es jetzt aufgenommen, ne? Als Diagnose, aber als Unterdiagnose von zum Beispiel Depressionen, ne? Von F-Diagnosen nennt man die ja. Und
hat dort den lang anhaltenden Stress. Häufig wird das immer bezogen auf Beruf nur. Dabei ist ja natürlich auch die Arbeit zu Hause rund um die Familie, kann diesen Stress auslösen. Also es gibt da ganz viel so ungeklärte Dinge, die die Menschen auch verwirren. Apropos Verwirrung, vielleicht müssen wir da ganz kurz einen Einschub machen. Wir haben jetzt beide von der ICD-10 gesprochen und du hast von dem Kapitel F gesprochen. Einfach damit, was wir mal ausgesprochen haben. Wir sprechen von der International Classification of Disease, also dem Kompendium, wonach Ärzte und Psychotherapeuten Krankheiten verschlüsseln. Ja, das steht dann oft auch auf den Überweisungen drauf oder auf den Krankmeldungen. Und da gibt es verschiedene Kapitel. Jedes Kapitel beschäftigt sich mit einem Krankheitsbereich und die F-Diagnosen sind die psychischen und Verhaltensauffälligkeiten. Danke dir. So gut hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ja, genau. Also es ist im Prinzip, wie soll ich sagen, das Nachschlagewerk der Mediziner, ne? Wo sie gucken, was man irgendwie benennen kann und auch ganz schlicht, damit es für die Behandlung Geld von der Krankenkasse gibt. Du hast eben gesagt, man muss das Ganze auch differenzieren, ne? Nicht jedes Burnout ist, oder anders gesagt, jedes Burnout ist auch irgendwie anders. Ne? Deswegen wichtig auch so Unterschiede wie Burn-on und Burnout. Eine andere Differenzierung, auf die ich gerne noch eingehen würde, ist das Thema Männer und Frauen. Gibt es da aus dem, was du bis jetzt weißt, Unterschiede, wie sich das äußert oder wie Männer und Frauen damit umgehen? Ich suche da immer wieder mal nach den Studien, ne? Da wird natürlich auch ein bisschen geforscht. Und ganz lange war ja die Idee, ja, die Frauen sind einfach häufiger betroffen. Bis man dann ein bisschen geguckt hat, okay, wenn man jetzt sagt, Burnout, die Erschöpfung ist die Folge von lang anhaltender Stressbelastung, dann flog natürlich ein bisschen auf, dass Frauen prozentual in sehr viel mehr belastenden Berufen arbeiten, also Pflege, Erziehung, Pädagogik, immer da, wo es viel mit Menschen zugeht. Und wenn dann noch die Kombination ist mit nicht so gut bezahlt und hoher Druck, sei es zeitlich, sei es, dass die Ressourcen knapp sind, dann ist klar, dass die Frauen sozusagen vermutlich im Job häufiger Dauerstress erleben als der männliche Teil der Bevölkerung. Das ist das eine, wo man dann gemerkt hat, es ist vielleicht gar nicht so, dass die Frauen per se häufiger betroffen sind. Und dann hat man festgestellt im zweiten, dass es eben wie bei anderen Erkrankungen auch ein bisschen auch die Symptome anders sind bei Stress. Also Frauen tendieren vielleicht wirklich mehr zu sowas wie was Psychosomatischen, dass sie dann Schlafprobleme haben, dass sie dann vielleicht auch emotional aufgewühlter sind oder sowas, ne, sichtbar. Während Männer ja generell mit den Gefühlen vielleicht eher mehr bei sich bleiben und es zeigt sich dann vielleicht eher im erhöhten Alkoholkonsum, risikoreiches Autofahren, vielleicht auch so eine Art Schutzfunktion noch mehr leisten, also noch mehr in die Leistung gehen, Überstunden machen, praktisch den Stress mit dem Erfolg adeln. Das sieht man heute differenzierter, aber es gibt, soweit ich es weiß, nicht wirklich Studien, weil ja dieses Mann-Frau-Sein ist ja auch einfach wirklich sehr kompliziert zu untersuchen. Also was ist da genau der Punkt? Was macht jetzt Mann-Frau da aus? Insofern, ich denke, was wirklich alle haben, sind die Zunahme von Schmerzen, Schlafprobleme, eine gewisse Gereiztheit, das haben alle. Bloß wie man dann damit umgeht, trinke ich abends ein Bier mehr oder streite ich mich mit meinem Partner, das ist dann zum Beispiel ein Unterschied. Das heißt, aus einem Burnout können auch ganz andere Probleme noch resultieren, wie zum Beispiel der problematische Umgang mit Alkohol oder Beziehungsprobleme oder derlei Dinge. Genau, das ist ganz oft der Abzweig. Also wenn man das so sehen sollte in so Stufen, also die Stufe 1 ist das, was wir schon jetzt mehrfach hatten, so die gewissen Schlafprobleme, Gereiztheit, Energielosigkeit und die Stufe 2 ist dann dieses, ich merke, ich bin irgendwie nicht so leistungsfähig, wie ich mich kenne, deswegen arbeite ich vielleicht noch mehr oder nehme mir das Wochenende, um mal in Ruhe über ein Problem nachzudenken, sage meine Freundessachen ab, rede aber auch ganz viel über die Arbeit, weil die Probleme so kreisen. Da fangen häufig andere Probleme an. Entweder partnerschaftliche Probleme, weil die Partner, Partnerinnen sagen, sag mal, du lebst nur noch für die Arbeit. Oder auch so ein Versuch der Selbstregulation, ne? Also mit Alkohol oder mit anderen Drogen oder mit exzessiv Sport. Sport zum Beispiel bringt einen ja eigentlich runter vom Stress. Aber wenn man
quasi den Leistungsgedanken beibehält, kann es auch passieren, dass man dann genau die gleichen Leistungsmuster auf den Sport legt und dann exzessiv Sport macht und quasi so eine High-Level-Regulation, ne? Also ich mache Sport, power mich aus, nächsten Tag bin ich topfit, leiste wieder den ganzen Tag, esse kaum, mache irgendwie noch Intervallfasten, dann mache ich wieder Sport wie ein Irrer. Also das geht, aber dann ist vielleicht der Preis das kaputte Knie oder eine andere Sache, weil es eben doch außerhalb des gesunden Schwingens ist. Ist das der Punkt, wo das vielleicht dann auch dem Umfeld auffällt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da jemand anders ist oder sich verändert hat? Ja, spätestens da, aber auch da. Das ist ja auch geadelt. Also wie viele Leute denken jetzt bei einem 45-jährigen Mann, der plötzlich Marathon läuft, an, oh, ist das wohl der Stress? Sondern man denkt ja, hey ho, der macht noch was aus sich, der ist fit. Also es ist ja nicht so leicht zu erkennen. Es ist immer ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast. Wie war ich vorher? Wie bin ich so eigentlich als Mensch? Und wenn ich eigentlich jemand bin, der durchaus gerne Zeit mit der Familie und so verbringt und plötzlich das ganz vermeidet, also gar nicht mehr so zugänglich ist, da sind ja diese Fähigkeiten von kreativ, offen, auch ein bisschen ambivalenztolerant, also sprich, man kann verschiedene Meinungen aushalten, das ist da gefragt. Wenn ich aber sage, das wird mir alles zu viel, sondern ich muss mich jetzt mal ganz um mich kümmern, um mit meinem Stress zurechtzukommen, sowas kann einem auffallen, aber es ist wirklich nicht so leicht. Also da wären tatsächlich auch oftmals die Arbeitgeber, finde ich, gefragt, die eine gewisse Stressregulation auch in das Gesundheitsmanagement in der Firma mit aufnehmen. Weil die Effekte sind eben nicht so einfach zu erkennen und die Leute zu Hause sind ja jetzt auch keine Therapeuten. Also bevor wir nochmal auf die Rolle der Arbeitgeber in diesem ganzen Spiel eingehen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen den Ausblick wagen für Menschen, die jetzt in einem Burnout stecken. Wir haben jetzt viel gehört, was man tun kann. Man kann sich therapeutische Hilfe suchen. Man kann schauen, ja, anders mit diesen Belastungen umzugehen, für sich selbst zu sorgen. Wie geht es denn, ich sag jetzt mal, nach dem Burnout weiter? Was gibt es da zu beachten? Was muss ich da verändern? Ich habe ja ein Buch dazu geschrieben, ne? Burnout und dann, weil ich mich genau das gefragt habe, aber vor allen Dingen hatte ich mich damals gefragt, was können wir von den Menschen lernen? Also nach dem Burnout ist ja eben für die andere, von der anderen Seite betrachtet, was kann ich daraus lernen, um ein neues Burnout zu verhindern? Ne? Und das fand ich rasend interessant, weil ich ja eben vorher mich Jahrzehnte damit beschäftigt hatte, dass keine Aufklärung hilft. Also es gibt so viel Aufklärung, so viele Menschen erleben einen Burnout, einen Zusammenbruch, wie auch immer. Und das fand ich sehr interessant, weil diese Menschen, zumindest die, die dann nachhaltig gesund bleiben, haben wirklich ganz schön tief in sich reingeguckt. Also du hast ja gerade schon gesagt, auf der Oberfläche können wir regelmäßig Pausen machen. Wir können gucken, wie gehen wir mit Belastungen um, vielleicht daran was verbessern. Also das berühmte, 80% ist auch mal genug und so, ne? Aber wenn wir innerlich unser Selbstwert davon abhängt, dass wir möglichst perfekt funktionieren, dann macht sich das ja an den Anforderungen von außen fest. Also sprich, wenn die Anforderungen steigen, fange ich an zu rennen. Da kann ich ja gar nichts gegen machen. Und das heißt, die Menschen, die im Burnout nachhaltig dann überwunden haben, haben diese Überzeugungen hinterfragt. Und da muss man jetzt sagen, das ist ja gar nicht so einfach, aber es gibt natürlich, wenn man noch nicht sehr erschöpft ist, einfache Mittel, zum Beispiel sich mal zu fragen, wie ist denn das in meinem Leben? Wie viel Vergnügen hat neben der Leistung Platz? Also wir kennen ja alle den Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und wie wäre es mal mit dem Spruch, Leben ist Arbeiten und Vergnügen? Also dieses Nebeneinander neu zu formulieren. Und das gelingt den Menschen, die einen Burnout nachhaltig überwunden haben. Also die haben alle sowas wie einen heiligen Termin, also ein Hobby oder eine Tätigkeit, die nur für sich und die Selbstfürsorge da ist und die sie regelmäßig im Terminkalender haben, wie einen festen Termin mit dem Job oder mit der Führungskraft, das Wochengespräch oder so. Ne? Die haben sich ganz klar herausgefunden, bei was sie sich erholen. Und das hat Platz im Leben. Und wenn zum Beispiel die Familie eine große Kraftquelle ist, dann ist das Wochenende vielleicht heilig. Oder der Feierabend.
Die haben dann dadurch natürlich auch irgendwann Gespräche geführt mit den Arbeitgebern, um klarzumachen, ich bin hier sehr leistungsstark und diese Grenze brauche ich. Also die haben sich neu aufgestellt, man kann sagen, sie sind ganz geworden. Sie haben zu diesem Leistungs-Ich das menschliche Lebendige dazu genommen. Und interessanterweise hat sich dann manchmal im Arbeitsalltag oder im Leben gar nicht so viel faktisch verändert. Also, wo ist die Veränderung, ob ich pünktlich um 5 gehe oder doch noch immer bis 5:30 bleibe? Das ist ja gar nicht so die, aber vielleicht ist dann die Veränderung, ich gehe um 5 und spreche aber auch abends mit meinem Mann nicht nochmal den ganzen Arbeitstag durch und ärgere mich praktisch nochmal 2 Stunden länger oder löse Probleme, sondern ich habe gelernt, die Dinge im Alltag zu machen, im Arbeitstag und sie dann auch dort zu lassen. Also von außen sieht es manchmal gar nicht so viel anders aus. Es ist wirklich sehr viel mehr die Innerlichkeit, die sich verändert hat. Also die innere Einstellung, der innere Umgang damit, das Loslassen. Aber auch das Loslassen, aber auch manchmal klarer dafür einstehen, dass wir ja alle einen Arbeitsvertrag zum Beispiel mit dem Arbeitgeber unterschrieben haben, in dem bestimmte Tätigkeiten und Stunden und Zuständigkeiten stehen. Und auch sich darauf zu besinnen, dass das zu erfüllen gut genug ist. Und auch ein bisschen mehr zum Beispiel zu wissen, was einem leicht fällt und was man gut kann. Wir sind ja auch manchmal versucht, immer an der Ecke weiter zu ackern, wo es schwierig ist. Und verausgaben uns da manchmal auch. Also nehmen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel eine Erzieherin, die sehr gut mit den kleinen Kindern kann, aber vielleicht nicht so gut die Elterngespräche. Da ist die Verführung groß, dass sie sich darüber sehr grämt, dass sie da viel Energie reingibt, dass sie da vielleicht auch jedes Gespräch nochmal analysiert, was ist da jetzt wieder schwierig gewesen und so. Statt zum Beispiel zu sagen, mein Selbstbewusstsein kommt aus der Arbeit mit den Kindern, das kann ich nämlich richtig gut. Und bei den Elterngesprächen, da gucke ich, dass ich mir eine Kollegin dazu hole. Oder zum Beispiel vielleicht eine andere Aufgabe in der Kita häufiger übernehme und eine Kollegin, die genau das richtig gut kann, macht das vielleicht häufiger. Oder wir entwickeln hier gemeinsam Standards, um uns zu entlasten in diesen Elterngesprächen. Sowas, das wäre ein konkretes Beispiel. Und das gibt es in ganz vielen Berufen, dass wir uns manchmal auch den Stress reinschaufeln an den Ecken, wo es uns schwierig ist und kaum wertschätzen, wo es uns leicht fällt und gut gelingt. Das heißt, das wäre auch etwas, wir haben ja eben schon mal kurz das Thema Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen angesprochen, wo Arbeitgeber und wo auch Teams vorbeugen könnten, ja, so eine Art Burnout-Prävention einrichten könnten, wenn Menschen da eingesetzt werden, wo sie gut sind und wo es ihnen leicht fällt und wo sie es gerne machen. Absolut. Oder auch, wenn man in der Teambesprechung überhaupt mal diese Frage mit aufnimmt, was lief diese Woche gut? Was lief gut? Wo haben wir uns gut unterstützt? Oder wo haben wir vielleicht auch, waren wir überrascht von irgendwas Freundlichem? Also zu wertschätzen, was gelingt. Es ist einfach typisch menschlich, das hat mit unserer Gehirnstruktur zu tun, dass wir das Negative stärker wahrnehmen als das Positive. Und eine sehr effektive Burnout-Prävention ist einfach, das mehr in den Fokus zu holen, was gelingt. Weil dann können wir auch leichter sagen, ja, okay, das und das und das habe ich ja geleistet und geschafft. Und jetzt ist ja auch mal gut, dass hier eine Grenze ist. Wenn wir natürlich nur das Schwierige sehen oder das, was noch nicht gelungen ist, dann haben wir ja immer das Gefühl, ja, das muss jetzt auch noch gemacht werden, sonst ist ja der ganze Arbeitstag nichts wert oder nicht gut. Ne? Also es ist im Prinzip eine Sache, die sich bedingt. Und da können natürlich zum Beispiel, kann man im Team diese einfache Frage stellen, was ist diese Woche gut gelaufen, worüber habe ich mich gefreut? Oder auch sowas darüber zu kommunizieren, ne? In Mitarbeitergesprächen. Ja, welche Tätigkeiten gehen dir eigentlich leicht von der Hand? Was und wo siehst du, wo findest du es schwierig? Nicht mit dem Ding, wo findest du es schwierig, sondern eher mit dem Ding, wie können wir dich dann da unterstützen? Oder wo können wir da Arbeit anders shiften, damit du das gar nicht mehr machen musst? Vielleicht auch, wo können wir Arbeit anders shiften? Das sind dann schon die sehr modernen Arbeitgeber, die diese Offenheit haben. Oder auch sowas fällt mir jetzt gerade ein. Man kennt ja das Wort Krisengespräch oder Krisenmeeting, ja, aber so ein Erfolgsmeeting oder ein Erfolgsgespräch habe ich bisher selten erlebt. Super Idee, perfekte Idee. Also das Besondere ist, wenn man den Blick auf das Gute zu richten lernt, dann hat das gar nichts mit rosaroter Brille zu tun, sondern es ist einfach so, wenn wir in die Entspannung gehen, also wenn wir praktisch diese Welle wirklich surfen und in die Entspannung gehen,
dann werden wir merken, in diesem positiv gestimmteren Modus ist unser Gehirn einfach zu anderen Dingen fähig. Also dann sind wir offener für Neues, wir haben mehr kreative Ideen, wir können mehr um die Ecke denken. Und das heißt, in diesem entspannteren finden wir dann auch wirklich häufig bessere Lösungen für die schwierigen Sachen. Also das auch zu trennen, ne? Die schwierigen Sachen mit der schwierigen Stimmung, sondern die schwierigen Dinge besser angucken in dieser gelösteren Stimmung, weil wir zum Beispiel vorher gerade über unsere Erfolge geredet haben. Mhm. Also das ist ein völlig unterschätzter Booster oder Powermotor für den Umgang auch mit unseren doch sehr wechselhaften Zeiten, dass wir uns immer wieder in diese Stimmung des Gelingens bringen, weil an jedem Tag laufen doch Sachen im Job auch gut. Mein Gott, in jedem Beruf passieren Dinge, die wichtig sind, die wert auch sind, gesehen zu werden. Und dann können wir mit dieser inneren Haltung oder Einstellung, Mensch, das und das und das ist heute gut gelungen, kann man natürlich dann auch ganz gut Lösungen finden für Sachen, die vielleicht nicht so einfach sind oder die schwierig sind oder die man vertagen muss oder die man neu priorisieren muss. Liebe Carola, ich fand, das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast und für die spannenden Tipps und Einsichten, die du uns mitgegeben hast. Vielen lieben Dank auch für das freundliche Zuhören. Ich freue mich oder wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen an podcast@familienservice.de. Alle Informationen und alles, worüber wir hier gesprochen haben und einige spannende Studien und natürlich auch deine Bücher, liebe Carola, sind in den Shownotes verlinkt. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal und die letzten Worte gehören meiner fantastischen Gästin. Danke dir, Oliver. Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Wenn die Zuhörerin, wenn ihr Zuhörer euch da eine Sache rauspickt, wo ihr sagt, ach Mensch, das fand ich ganz spannend, das will ich mal ausprobieren, dann wäre das echt das Riesengeschenk für uns. Das ist eigentlich das Wichtigste, einfach anzufangen mit einer kleinen Sache. Ne? Also sei es, dass man wirklich mal Pause macht, sei es, dass man mal überdenkt, welche Glaubenssätze man so zum Arbeiten hat und ja weiter hier den schönen Podcast hört vielleicht und sich inspirieren lässt. Also einfach anfangen mit dieser neuen Sicht auf Belastung. Das, denke ich, ist der Weg. Danke fürs Zuhören. Danke, Oliver, für die super Fragen. Einen guten Tag für euch alle.